Guten Abend Hamburg, guten Abend Rest der Welt. Herzlich willkommen zur allerneuesten Ausgabe der Cosmo Die Morgen Show. Was Kunst du? Wer mich kennt, weiß, ich forsche auf meine forsche Art nach jungen, frischen Talenten aus der feinen Welt der schönen Kunst. Stolz präsentiere ich als Kunstschatzsucher heute meine allerneueste Entdeckung. Einen ungeschliffenen Diamanten, eine Lady, die als Model und Modedesignerin mit eigenem Label große Erfolge feierte und jetzt als absoluter Shootingstar die internationale Kunstszene rockt. Die Prima Gallerina belebt in der ehemaligen Galerie von Günter Sachs in der Milchstraße in Hamburg-Pöseldorf den Milky Way of Art. Mit anderen Worten, Doll, Dollar, Dulitsch. Hier ist Eva Helena Dulitsch. Guten Abend. Guten Abend. Ja, ich habe dich ja vollmundig angekündigt. Du bist in der Galerie, in der Günter Sachs seinerzeit Andy Warhol präsentierte. Und die Geschichte scheint sich im Geiste von Günter Sachs zu wiederholen. Was ist da los? Was passiert da in dieser Galerie? Naja, im Februar habe ich meine Freundin kennengelernt. Und da entstand die Idee, da sie eine Innenarchitektin ist und ich Malerin, wollten wir etwas gemeinsam gestalten. Etwas lebendig machen, wo Kunst und Interior sich zusammen unter einem Dach trifft. Und im März. Also Shop-in-Shop-System oder nein, seid ihr Partnerin 50-50 oder wie geht das? Genau. Du musst dir ja vorstellen, diese Räume sind 45 Quadratmeter groß, also ja, ganz klein. Wenn man in den Raum reinkommt. Die kleinsten werden die größten sein. Hoffen wir. Also an der rechten Seite ist ASO, präsentiert ihre Werke und an der linken Seite bin ich praktisch mit meinen Bildern. Hinten ist eine kleine Ecke, wo ich auch male, wo man mich beim Malen beobachten darf. Also Live-Action, genau, sozusagen Action-Painting, kann man sagen, ja, in dieser Galerie. Also die Leute kommen dort rein, das ist ja so dieser kleine Innenhof dort, sehr romantisch eigentlich, kann man sagen, die alten Kutscherhäuschen sind es wohl. Und da waren Stallungen drin oder so unten, nicht? Und oben haben die Leute gewohnt. Also ganz romantisch, nicht? Schneeweiß, sehr verträumt. Mhm. Und eigentlich wunderschönes Plätzchen mitten in Hamburg-Pöseldorf. Ja, der Platz ist wunderbar. Man sagt auch Schnöseldorf, ja, ne? Also so ein bisschen, also sagen wir mal, eine sehr, sehr edle Gegend in der Stadt. Und teures Publikum. Teuer deine Kunst, eure Werke oder Werte. Darüber könnte man sich streiten. Ja. Okay. Das ist ja so, die Geschichte wiederholt sich, habe ich gesagt. Also im Grunde genommen, Kunst von morgen zum Preis von heute ist so ein bisschen dieser Slogan Prima Gallerina. Prima Klima bei euch in eurem Shop? Ja, weil die Idee war, wie gesagt, man soll reinkommen und man soll diesen Geist spüren. Das heißt, ja, man soll die Energie von uns spüren, das, was wir machen, ja, sich von uns inspirieren zu können. Weißt du, das ist total langweilig, wenn man in einen Laden reinkommt, die Regale sind voll von Sachen, die du schon woanders gesehen hast. Und du guckst die Sachen an, aber da ist kein Leben. Du kannst ja gar nicht damit viel anfangen. Also bei euch sind ja so positive Schwingungen, kann man sagen, in diesem Laden. Das fühlt man, wenn man dorthin geht. Ich bin ja da gewesen im Vorgespräch und, auf dieser Sendung. Hat es dir gefallen? Ja, es war ja so, man kommt da hin und es ist diese Faszination einfach da, der Räumlichkeiten als solcher, aber auch der Wärme, die du und also dort hineinbringen. Also ASO Katal ist ja die Innenarchitektin, kann man sagen, ist hier, nicht? Und man merkt es also gleich, ne, was für ein Feeling da ist. Frisch, jung, dynamisch, aber auch die Weiblichkeit. Na siehst du, dann haben wir alles richtig gemacht. So sieht's aus. Nicht? Also dieses Get Inspired, das ist ja im Grunde genommen, also sei inspiriert. Ich sag mal so, du inspirierst mich, was inspiriert dich? Eigentlich das Leben. Alles drumherum, was so um mich passiert. Wenn ich auch mal spazieren gehe, wenn ich mal Auto fahre, wenn ich mit jemandem telefoniere, wenn ich ein Buch lese, alles. Also man findet in deinen Bildern eigentlich dein ganzes Leben wieder? Man findet in den Bildern mich, also das, aha, was in mir stattfindet. Also das ist so eine Sprache der Seele.
Ich beschäftige mich mit Politik überhaupt nicht. Das ist nicht mein Thema. Aber ich denke, dass ein Mensch und das, was in einem Menschen drin ist und das, was wir können und das, was wir erleben, das ist das Wichtigste. Und das zu kennenzulernen, das zu sehen, das zu erleben. Ja. Und das fließt dann also quasi aus dir heraus auf die Leinwand. Genau. Die Geschichte, dein Leben ist ja eigentlich, kann man sagen, so in zwei Hälften, nicht? Eine Hälfte fand in Polen statt, die andere Hälfte in Deutschland. Ich kam mit, ich war 16 Jahre alt, wo ich nach Hamburg kam. Und in Polen war das so schön, weil ich mit Kunst in Polen angefangen habe. Das heißt, ich habe als kleines Kind, 5 Jahre alt, schon auf Frühstückspapier gemalt und gezeichnet. Und mit 12 Jahren habe ich Unterricht bei Danziger Malern genommen. Und es war ein Teil meines Lebens, es war etwas Wichtiges. Und dann kam ich nach Hamburg, habe ich auch Kunstschulen besucht. Wollte ich unbedingt Kunst studieren. Dann kam meine Mama und sagte, damit wirst du deine Brötchen nicht verdienen und musst dir etwas anderes überlegen. Und dann kam das Modedesign. Okay, also Modedesign ist ja eigentlich auch ein künstlerischer Beruf, ja, etwas Kreatives. Also man zeichnet auch wahnsinnig viel, man malt viel, man ist sehr kreativ. Also weit weg bin ich von dem nicht gewesen. Nur wenn man Kunst studiert, man ist viel freier als bei Modedesign. Ja, Modedesign ist auch ein bisschen, hat etwas Trockenes in sich, finde ich. Weil du musst die Schnitte lernen, du musst nähen lernen. Das ist nicht unbedingt das, was ich mochte. Aber es hat auch wahnsinnig Spaß gemacht. Es gehört ja auch ein Vermarktungsanteil, insbesondere beim Modedesign, dazu. Denn im Normalfall, du hast ein eigenes Label gehabt. Stelle ich mir sehr, sehr aufwendig vor. Viele Modenschauen jedes Jahr und immer neue Kollektionen. Der Vertrieb muss auch stimmig sein. Sagen wir mal so, es ist ein Leben, wo man für sich überhaupt keine Zeit hat. Ja. Weil man versucht, mindestens 4 Kollektionen im Jahr zu produzieren. Du bist ständig unterwegs, du bist ständig in Paris und suchst du nach neuesten Stoffen. Du fliegst nach Mailand, du musst alle Messen mitmachen, du musst Modeschaus machen, du bist am Produzieren, du bist beim Entwerfen, du machst Marketing. Es ist nicht leicht. Mhm. Es ist nicht leicht. Ich habe ganz viel gelernt in dieser Zeit. Innerlich bin ich irgendwie so reicher geworden, aber es ist nicht das Leben, was ich leben wollte. Das heißt, nach 8 Jahren bin ich eines Tages aufgestanden, habe ich gesagt, jetzt höre ich damit auf. Keiner konnte verstehen, alle haben mich ausgelacht und sagten, du spinnst jetzt. Klar, aber du setzt 8 Jahre deines Lebens in diese Karriere, baust dein Label auf, bist erfolgreich und dann kommt dieser Bruch eigentlich nochmal, eine Kurskorrektur. Das ist ja schon eine Sache, wo man erstmal sagt, ja holla, aber diese Freiheit als Künstler, nicht? Ja, aber ich habe immer Sachen gemacht, die ich innerlich gefühlt habe und von wovon ich selbst persönlich überzeugt war. Ich habe zwar gehört, was alle anderen mir sagen wollten, ja, aber das, was da rauskommt, das war das Wichtigste. Und wenn du heute die Bilder siehst oder die Galerie siehst, dann siehst du praktisch, dass ich Recht wieder hatte. Dass das der richtige Weg für mich war und ist. Das war immer so, das hast du von am Beginn so gemacht und der Weg war. Und das mit dem Modedesign, das ist, man lernt wahnsinnig umzugehen mit den Augen. Du siehst anders die Farben, du siehst anders die Menschen. Ja. Da findet viel statt im Kopf. Und wenn du wieder malst, brauchst du praktisch dieses gleiche Werkzeug für die Malerei. Ja. Also es hat nicht geschadet. Im Gegenteil. Tipptopp, Topmodel, kleines Wortspiel, warst du ja auch mal. Das heißt, das war ja auch wieder, hatte ja was mit der Mode zu tun. Denn ich nehme an, du hast Mode vorgeführt oder bist in Mode fotografiert. Ich wurde mal als 16-Jährige in U-Bahn angesprochen von einem Starfotografen. Ich bin zwar kein Topmodel gewesen, weil, wie du siehst, meine Beine sind ziemlich kurz. Dafür braucht man lange Beine. Das halte ich für ein Gerücht. Wir werden das gleich sehen. Wir gehen ja gleich mal zu diesen Bildern und dann kann ja der geneigte Zuschauer sich das mal genau betrachten. Okay, ja. Aber gut, das war dann schon im Modebereich, oder? Genau. Naja, also war das auch wieder sehr... sagen wir mal, ja, sehr nah. Ne? Wenn man sehr die Vergangenheit sieht, ja? Und der Zeitpunkt, wo ich heute bin, ja, das ist irgendwie
Also es ist ein Kreis, ein geschlossener Kreis. Im Grunde genommen erst gemalt, dann Mode als Model, dann Mode als Modedesignerin, eigenes Label, dann wieder zurück zur Kunst. Mhm. Und das eben mit den Ergebnissen, die wir jetzt hier hängen haben. Das heißt, wir können sie natürlich auch bei dir in der Galerie sehen. Genau. Kann man nur jedem empfehlen, da reinzugehen, um dieses Flair zu spüren. Wir haben natürlich hier heute nur 50% von EA Art Design, denn die Asu Katal ist ja in dieser Sendung hier heute nicht. Sie wird allerdings bei Cosmosimo zu sehen sein. Das ist ja dann sozusagen das Pendant zu Was Kunst Du, wo nicht nur Künstler sind, sondern alle Leute, die im Kunstbereich engagiert sind, also so zum Beispiel die Galeristen. Nicht? Also da gehört sie dann ja eher mit rein, weil sie ja letztendlich auch die es Kunst ist eine in die fantastische Wohnung bringt. Frau und eine tolle Kombination mit dir zusammen. Ja, nicht? Weil sie so eben so kreativ ist und ja. Sie hat tausende Ideen und wenn wir so an einem riesigen Tisch bei uns in dem kleinen Raum sitzen und unterhalten uns, da entsteht wahnsinnig viel und eigentlich der Raum ist viel zu klein für uns. Aber eigentlich wieder nicht, weil so klein wie der ist, ist es nämlich was ganz Besonderes, weißt du, in so einem kleinen Raum so viele Sachen auszustellen. Und wir haben ja, im Grunde genommen ist es ja ein Studio, das sozusagen für die Öffentlichkeit zugänglich ist, nicht? Also sozusagen auf dem Silbertablett in diesem ja auch sehr offenen, also sehr gläsernen Geschäft, muss man sagen. Es ist hell und freundlich, mit ganz, ganz großen Fenstern und Licht durchflutet. Insoweit kann man euch also bei Wind und Wetter sozusagen bei der Arbeit zuschauen. Also die ASO ist dort und dann wirft die Design, diese Interieur-Ideen und du bist eben da und malst diese Bilder, die wir hier sehen. Die sind zum Teil in der Galerie entstanden, nicht? Es sollte einfach so sein, weil, guck mal, ich habe ASO im Februar praktisch kennengelernt und im März haben wir den Vertrag zusammen unterschrieben. Im Mai sind wir nach Mailand geflogen, zusammen zu einer Messe, um die Sachen zusammen auszuwählen, weil sie wollte nämlich meine Meinung dazu hören. Mhm. Und in so einer kurzen Zeit, so einen kleinen Laden zum, ja, fertig zu kriegen, das war schon wirklich eine tolle Arbeit. Und es macht Spaß, mit ihr zu arbeiten. Es macht Spaß, dort zu arbeiten. Ja. Ich habe Spaß, wenn Leute reinkommen und mich zusehen bei meinen Arbeiten. Mhm. Manchmal nervt das, manchmal nervt das weniger. Manchmal freut sich einfach jemand, das dabei zu sein und zu schauen, wie was entsteht. Und ja, es ist einfach schön. Man kann dazu sagen, du kommst eigentlich aus einer künstlerischen Familie. Es gibt eine ganz tolle Geschichte, die du mir im Vorweg erzählt hast, nämlich die Liebesgeschichte deiner Eltern und im Grunde genommen das, wo du herkommst, der Ursprung. Deine Mama, kann man sagen, ist durchaus spirituell auch interessiert und begabt und macht da tolle Dinge. Dein Papa ist Künstler. Genau, mein Papa arbeitet mit Eisen und Holz. Also Heavy Metal Artist. Genau. Und eigentlich mein Papa so richtig habe ich nach 32 Jahren kennengelernt. Das heißt, ich war 2 Jahre alt, die haben sich getrennt. Mhm. Oder sind getrennt worden durch die Lebensumstände. Genau. Haben sich total von den Augen verloren. Und eines Tages im April rief das Telefon und meine Mama wollte mir sagen, dein Papa hat sich gemeldet nach 32 Jahren. Und ich sagte, was soll ich mit dir zu ihm? Also, weißt du, es passte irgendwie nicht, weil also ich das Thema für mich abgeschlossen habe. Also dein Papa hat immer nach euch gesucht, das war alles schwierig, die Umstände. Ja, also nach 32 Jahren, er hat versucht, uns zu finden, geschafft, er konnte uns nicht finden. Sie hat es erfahren, dass er uns suchte und dann hat sie den Schritt gemacht. Und dann kam er nach Hamburg im Mai, blieb hier 3 Wochen und das war schon für mich ziemlich komisch. Aha. Und nach 3 Wochen habe ich erfahren, dass sie sich wieder verliebt haben und sind heute wieder zusammen. Ja, Wahnsinn. Ja, es ist eine schöne Geschichte, nicht wahr? Sehr schöne, sehr tolle Geschichte, ja. Jetzt hast du also sozusagen... Ja, ich habe wieder meine Mami und mein Papi. Im sonnigen Alter. Es ist ein komisches Gefühl, aber es ist ein wunderbares Gefühl. Schön, ja, wunderbar. Ja, nun fließen all diese Dinge natürlich in deine Bilder ein. Wir haben viel darüber geredet, jetzt gehen wir einfach mal hin. Wollen Sie uns anschauen. Ich muss dazu allerdings etwas verkünden, denn es gibt nicht nur diese Bilder, sondern es gibt einen recht bekannten Mann, der gute heißt Michael Tasche.
Und der war in den 90er Jahren der Star bei Sat.1 und wurde von den Medien als neuer Top-Moderator gehypt. Den gebürtigen Bottropper zog es persönlich allerdings mehr hinter als vor die Kamera und er arbeitet bis heute sehr erfolgreich als freier Autor, Coach und Regisseur. Sein erstes Bühnenengagement als Schauspieler hat er 1983 am Münchner Theater für Kinder und verschrieb sich danach ganz seiner Leidenschaft dem Musical. Er spielte unter anderem in Evita, Jesus Christ Superstar, Rocky Horror Show und Kiss Me Kate. Außerdem konzentriert er sich im Fernsehen lange auf den Bereich Comedy und schrieb neben diversen Sitcoms auch für Unterhaltungsgiganten wie Harpe Kerkeling oder Harald Schmidt. Daneben konzipiert und inszeniert er Bühnenprogramme für Showgrößen wie Helene Fischer. Und in dieser Reihe der Stars eben jetzt auch Eva Helena Dulitsch, für die er nämlich Gedichte, kann man sagen, geschrieben hat, Texte. Also ich habe Michael kennengelernt, er hatte hier ein Musical gehabt. Und wir haben uns sofort gut verstanden und fragte, was tust du? Und wollte unbedingt die Bilder von mir sehen. Und dann kam er ins Laden und beobachte jedes Bild für sich und sagte, es ist schwer, jemandem etwas aufzugeben, ein fertiges Text zu sagen, das und das musst du in dem Bild sehen, weil ich finde, jeder muss etwas Eigenes im Bild finden für sich. Ja. Aber wie er das beschrieben hat, das Bild, mit so einer schönen Poesie, mit ganz viel Liebe. Deswegen, mein Herz ist glücklich, wenn ich das lese und dann das Bild sehe, weil es irgendwie zusammen ganz toll passt. Und er hat wirklich getroffen. Ich habe ihm nichts erzählt. Ich habe ihm meine Ideen auch nicht erzählt, was dahinter stand in dem Bild, wieso es entstanden ist. Sondern so, wie er das angenommen hat von sich. Und so entstanden die Texte. Und ich bin wirklich sehr stolz und glücklich, ihn kennengelernt zu haben. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zu den Bildern und schauen uns das an. Ich kann sagen, Eva, dein Papa heißt Adam. Genau. Und die Eva aus der Bibel hat mit dem Apfel den Adam verführt. Du verführst deine Kunstsammler mit deinen Bildern sozusagen. Und das mit hoffentlich einem guten Ende. Schauen wir uns das mal an. Und ich werde einfach mal die Texte, die Michael Tascher dazu geschrieben hat, verlesen und dann sprechen wir darüber. Das Bild heißt Paradise. Wie wir unschwer erkennen können, sind hier ja so Engelsflügel dabei. Genau. Und der Text dazu lautet wie folgt. Wenn du beschließt, dich auf den Weg zu machen ins Paradies, sofort, ohne Umwege, bequem, brauchst du Flügel. Flügel aus Worten, Flügel aus Farbe, Flügel aus Liebe. Und den festen Glauben, dass sie dich tragen werden. Das ist das Bild dazu. Ja, er hat richtig getroffen. Ja. Weil, wenn man sich auf eine Reise begeht, also wenn du irgendwo hin willst, du musst diese Entscheidung haben und du musst die Kraft haben. Und die Flügel haben doch diese Kraft. Mhm. Ja. Die Engel, wenn man das sagt, die heben sich hoch, also die können fliegen in der Luft. Deswegen diese Idee entstand, dass Menschen, die sich weiter bewegen wollen, die ein Ziel vor Augen haben, die neue Entscheidungen im Leben getroffen haben, so entstand das Bild. Und das Paradise, das ist eigentlich das Leben in sich. Deswegen siehst du hier so ein bisschen etwas dunkler. Das ist das Leben, das Dunklere. Und dann das Bunte, das Helle, ja? Diese beiden Seiten, also das Schwarze und Weiß. Dass das eigentlich alles sich widerspiegelt in deinen Bildern, was du eigentlich erlebst und dass dein Leben in diesen Bildern enthalten ist. Hier vorne, den Hubschrauber. Schöne Geschichte eigentlich. Wir waren ja zusammen unterwegs in der Vorbereitung dieser Sendung und waren draußen in der Natur eigentlich und haben Gespräche darüber geführt. Und diese haben uns begleitet und sind eigentlich immer wie ein Hubschrauber um uns herum. Das sind meine Glücksbringer eigentlich. Also das ist wirklich was ganz Besonderes. Ja. Okay, schauen wir mal ein Bild weiter. Hier sage ich einfach nur... ja, Tiger ist es nicht, Leopard.
der Text von Michael Tasche dazu, sein Glanz. Keine Stäbe ermüden seinen Blick, keine Gitter begrenzen sein Revier, keine Gräben beschneiden seine Freiheit, keine Grimassen stören seine Würde. Nur hier, ohne Stäbe, ohne Gitter, ohne Gräben, ohne Menschen, kann er ganz frei den strahlenden Glanz seiner Schönheit entfalten. Wir sind in Hamburg und ich sag mal, das ist kein Hagenbeck-Leopard. Nein, sollte es auch nicht. Genau. Der ist frei. Genau. Der ist frei, der darf sich frei bewegen, der kann frei entscheiden. Und man kann sagen, genauso frei bist du in der Kunst und in dem, was du tust, denn Künstler sind frei. Und du hast diese Freiheit gewählt, weil du eine Kurskorrektur in deinem Leben vorgenommen hast. Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft, die man aus deinen Bildern entnehmen kann. Sowohl bei den Engeln, die ja frei fliegen, als auch bei dem frei lebenden Leoparden. Denn du hättest ja auch nach Hagenbeck gehen können und dort einen malen können. Ja, ein Girl, in dem Fall sexy, aber offenbar alleine. Denn der Titel hier, Sie allein. Mhm. Sie ist sexy, sagen die einen. Sie weiß, was sie will, sagen die anderen. Sie spielt mit ihren Reizen, behaupten manche. Sie ist berechnend, wird ihr unterstellt. Sie lächelt, denn wie sie wirklich ist, weiß nur sie allein. Tja, Eva schlecht, Helena, ja? Es stellt sich mir die Frage, bist du diese Dame? Nächste Frage. Ist das ein Selbstbildnis? Nein, nicht. Es ist ein Thema von vielen Frauen und vor allem von hübschen Frauen, dass hübsche Frauen gar nicht so einfach haben, wie es gesprochen immer wird, ja? Weil die werden schnell in eine Schublade reingesetzt und zugemacht und deswegen, ja, am Ende letztendlich weiß sie alleine, wie sie ist und nicht das, wie die anderen das sagen, ob sie sexy ist oder nicht. Ich sage mal, und es soll nicht despektierlich klingen, Blondie, du weißt, wovon du sprichst. Du hast gesagt, nächste Frage, kommen wir also zum nächsten Bild. Ja, Hamburg ist nah an der Küste und ich sehe Fische. Und so heißt auch der Titel dieses Bildes, wo sonst? In der alten Stadt, inmitten der maroden Zeugen flüchtiger Vergangenheit, zum baldigen Sterben verurteilt, lebt es. Unter Wasser, darauf und darüber, hier, wo sonst reingewaschen von allem Staub, beginnt ein neues Leben, wo sonst. Ja. Also ich glaube, wenn einer das Bild kauft, dann ist das jemand, der wirklich eine alte Tür zugemacht hat und möchte eine neue öffnen. Es gibt ja ein altes Sprichwort, das heißt, wenn eine Tür zugeht, geht eine neue Tür auf. Ja. Und die Fische, die begleiten sie. Also, da ist so viel, das kann man nicht erzählen. Also ich würde mich freuen, wenn einfach jemand davor steht und für sich das findet, was er braucht. Weil das ist Quatsch, jemandem etwas zu geben. Weißt du, es ist eine einfache Inspiration, das, was du vorliest. Aber jeder Zweite wird völlig was anderes da drin sehen. Inspiration, das ist wieder dieses Thema. Get inspired, also was ihr als Slogan in eurem Kunstgeschäft habt, dort in der Milchstraße in Pöseldorf. Im Grunde genommen, ich gebe dir recht, die Sendezeit ist einfach viel, viel zu kurz, um da jetzt im Detail drauf einzugehen. Wir können hier das nur präsentieren und können sagen, liebe Hamburger, geht dahin. Dort hängt derzeit zumindest dieses Bild. Allerdings gibt es demnächst eine Kunstausstellung bei euch in den Räumen, da können wir gleich noch mal ganz kurz drüber reden. Dann wird es wahrscheinlich nicht da sein, nicht? Nein. Also wenn dann jetzt ganz schnell, bevor diese Kunstausstellung in 3 Tagen, ich glaube am 23. beginnt, also, liebe Hamburger, Kinder. Aber wahrscheinlich kann man es auch sonst arrangieren. Und auf Terminen, nehme ich mal an, werden dann auch Vorführungen
deiner Kunstwerke gemacht. Mit uns kann man alles besprechen. Also wir sind sehr offen. Sehr schön. So, und jetzt kommt noch eine ganz, ganz spannende Sache, die deswegen so spannend ist, weil ich keinen Text dafür habe. Dazu sag du jetzt mal bitte was. Tja, das ist mein Bild. Also, nein, das bin ich nicht. Da ist meine Energie drin. Also ich habe mal ein. Überall drin, nicht wahr? Ja, aber da besonders. Also es ist kein Bild, den ich irgendwann verkaufen möchte. Es bleibt bei mir und. Unverkäuflich. Also ja, unschätzbarer Wert. Genau. Und das ist ein Thema. Das ist wieder dieses Sex, ja? Also sexy girl. Ich habe also mal. Wieder du, ne? Dein nein, Bild, nicht du, wie, sexy ich, das habe ich nicht gesagt. Hallo, das habe ich nicht gesagt. Hier spielt du Musik. Nein, ich habe mal ein Thema bekommen, ich sollte mal meine Ängste malen und das, wovon ich mich befreien möchte. Und als kleines Mädchen und dann als Teenager war immer das Problem bei mir, dieses hübsches Mädchen mit Busenmädchen und so weiter. Und um sich davon zu befreien, sollte ich mich malen, so wie ich mich jetzt annehme. Und dann entstand das. Deswegen, das kann man nicht kaufen. Ich liebe das Bild, ich liebe das von den Farben, von ihrer Energie. Aber das kann man nicht verkaufen, das kann man keinen anbieten. Also es ist, verstehst du? Ja, ich sag mal, man erkennt dich auch. Ne? Nein, also man erkennt mich nicht, weil da ist doch, völlig anderes Mädchen auf doch, dem Bild. Doch, ich erkenne dich. Also die Nase ist vielleicht ein bisschen anders, das mag schon sein, aber die Augenpartie und gewisse andere Argumente. Okay. Wir nähern uns eigentlich dem Ende dieser schönen Sendung. Das ist schade, weil es gäbe so viel mehr zu besprechen. Vielleicht haben wir Gelegenheit in einem anderen Format oder vielleicht in einem zweiten Teil. Wir wollen darauf hinweisen, Spooky Jordan, den man ja auch schon aus der Cosmo Dumont Show kennt, der viel mit mir im Rahmen der Kunst ja auch zusammen macht, der stellt bei euch aus. Genau. Und zwar in 3 Tagen. Am 23. Oktober ist dort Vernissage. Du räumst alles raus und Spooky Jordan räumt seine Sachen rein. Der zeigt natürlich Dinge im Geiste von Gunter Sachs, denn das ist natürlich das Thema, was ihr ja im Wesentlichen auch transportiert. Da geht es ja auch wieder um diese Idee, nicht? Kunst als Kapitalanlage, fantastisches Investment. Wunderbar mit euch gemeinsam zu tragen. Arzu Katal, Eva Helena Dulitsch. Unbedingt besuchen, liebe Hamburger. In Pöseldorf, der Nummer 28, der kleine feine Hof. Zu essen gibt es in der Nachbarschaft auch tolle Sachen. Das haben wir alle schon ausprobiert. Also ich kann nur empfehlen, dort sollte man hingehen. Ja, ich werde wahrscheinlich persönlich anwesend sein auch und eine Laudatio halten auf den, gut, da sagst du, ich fast gesagt, ich meine natürlich den Spooky Jordan. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, mein Name ist Stefan Raab, Beschwerden bitte an ProSieben in Köln, das kommt prima an. Wenn es Ihnen gefallen hat, mein Name ist Cosmo Dumont. Lobpreisungen und Fangeschenke bitte an Tide in Hamburg, das kommt auch prima an. Ja, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Das nächste Mal am nächsten Montag nächsten Monat, nämlich am 3. Wieder um 21 Uhr, selbe Stelle, selbe Welle. Ich glaube, es ist der 17.11. Also einschalten, zuschauen. Bis dahin viel Spaß. Wahrscheinlich gibt es keine anderen tollen Sendungen im Fernsehen. Dann freut ihr euch umso mehr auf mich. Vielen Dank, dass du da warst, liebe Danke. Eva. Forever, forever, forever.